Herr, unser Gott und Vater, dafür danken wir dir, dass wir ganz viel Grund haben, dich zu loben, dir zu danken, dich zu ehren und zu jubeln. So segne du unseren Gottesdienst, in dem wir all das tun wollen. Und schenk du es, dass wir auf dein Wort hören können. Wir danken dir für dein Wort und danken dir für die Gemeinschaft, die du uns schenkst. Und danken dir für das Wunder deiner Gegenwart in unserer Mitte. Dich, den lebendigen, ewigen Gott, beten wir an. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Der wahre Weinstock. Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch nicht ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.
denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Thank you.
ist schön, an einem solchen Tag miteinander Gottesdienst zu feiern, Gott zu loben. Und was soll man anderes machen eigentlich, wenn es dann noch Jubilate heißt, als wirklich so Schöpfungsloblieder zu singen, wenn man durchs Land fährt? Ich habe vorhin schon zu Johannes gesagt, da möchte man überall anhalten und entweder aussteigen oder das Auto die Scheibe runterlassen oder so und dann ein Foto machen, weil überall, wo man so guckt, die Rapsfelder und die Landschaft, der so heute so schöne blaue Himmel, dann habe ich gerade ein Auto überholt, dachte ich, nee, du kannst eigentlich auch nicht anhalten. Dann denken die, ist der ja doof, ey, dann hält er schon wieder an und dann macht ein Foto oder so. Also das geht ja auch nicht so. Aber so möchte man das eigentlich. Und das ist ein schöner Tag. Für mich ist der Sonntag Jubilate immer auch ein wunderschöner Tag. Heute vor 40 Jahren bin ich meiner Frau zum ersten Mal so richtig begegnet. Und da habe ich sie gleich gefragt, so willst du mich heiraten, so ungefähr? Naja, so, es ist vor 40 Jahren gewesen, ich kann mich noch genau erinnern, in Frankfurt-Oder stand sie auf den Treppen des Krankenhauses dort in einem Sommerkleid. Vor 40 Jahren war es so warm, mindestens 15 Grad wärmer als heute. Und das war, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Deswegen hat dieser Tag immer ein etwas Besonderes und das war jetzt vor 40 Jahren. So, jetzt müssen wir zu der Schöpfung wiederkommen. Als der russische Astronaut Juri Gagarin um die Erde das erste Mal so rumgekreist ist, da hat er, als er wiederkam, gesagt, er hat keinen Gott gesehen und keinen Gott gefunden. Als die drei Astronauten Frank Borman, William Anders und James Lovell waren die ersten Menschen, die mit eigenen Augen die Rückseite des Mondes sahen. Apollo 8 startete am 21. Dezember 1968 von Kennedy Space Center in Florida und erreichte drei Tage später, am 24. Dezember 1968, die Mondumlaufbahn. Und große Bekanntheit erlangte die Fernsehübertragung aus dem Mondorbit, während der die drei Astronauten die ersten Zeilen der biblischen Schöpfungsgeschichte verlasen. Das war das, was sie besonders beeindruckte. Und das ist ein Teil des Predigtextes heute auch. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und dann heißt es von Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber alle Tiere auf Erden und alle Vögel unter dem Himmel und alles Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und so geschah es. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Und noch ein Vers. So wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest und dass du mitten unter uns bist, wie du es verheißen hast. Schöpfung, das heißt, aus Chaos wird Ordnung. Und wenn man das betrachtet, wir kennen ja nur so Bilder aus dem Internet oder so, wir haben die Erde noch nicht so, also ich nicht,
so live von außen gesehen. Aber ich kann es mir vorstellen, wie beeindruckend es sein muss. Wie beeindruckend es sein muss, den Mond von einer Seite zu sehen. Wie beeindruckend es sein muss, dann aber die Erde als diesen blauen Planeten zu sehen. Schöpfung, das heißt, aus Chaos wird Ordnung. Aus Tohu wa Bohu, wie es hier im hebräischen Text heißt, wird ein vollendeter, ein herrlicher Kosmos. Ordnung. Und davon berichtet auch dieser Predigttext. Aber er berichtet uns nicht nur davon, dass er hier etwas Einschneidendes passiert ist, dass Gott hier eingegriffen hat. Er zeigt uns auch, was das denn für uns, für unser Leben bedeutet. Das ist ja immer die Frage auch, welche Bedeutung haben denn diese Texte für uns? Wir können uns freuen, Schöpfung, aber was heißt das denn? Er zeigt uns, zwei Dinge möchte ich aufgreifen, wie Gott zu uns steht und auch, wozu er uns geschaffen hat. Anhand dieser Fragen möchte ich mit Ihnen über die Schöpfungsgeschichte und was das für uns persönlich bedeutet, nachdenken. Wie steht Gott zu uns? Gott hat diese Welt, das Erste, gewollt und geschaffen. Und Gott sprach, es werde und es ward. Und Gott kann sprechen und es wird. Und Gott spricht durch ein Wort und es geschieht. Und Gott spricht und es geschieht. Diese Welt ist nicht einfach da, weil sie schon immer da war. Nein, sie verdankt sich dem mächtigen Wort eines großen Schöpfers, weil er redet, darum ist sie da. Und dass er spricht, das heißt aber doch, dass er diese Welt gewollt hat. So wie unser Leben. An Psalm 139 werde ich da immer wieder erinnert. Ehe du geboren wurdest, waren die Tage schon in mein Buch geschrieben. Da kann man mal nachdenken, wie gewaltig das ist, was das da heißt. Wenn er spricht, dann tut er damit seinen Willen kund. Und das steht also vor und über unserer Welt und auch über unserem Leben, dass Gott uns gewollt hat. Ich finde das eine gewaltige Aussage. Dazu muss man auch mal Ja sagen. Ja, ich bin gewollt von Gott. Gott hat sein Ja gesagt. Gewollt mit seinem Willen, der alle Widerstände bricht, dass mein Leben kein Produkt des Zufalls ist, keine Laune der Natur, sondern eine Gabe, ein Geschenk von Gott, etwas Gewolltes. Er hat nicht gewollt, er hat mich gewollt und er wendet sich mir in seiner Liebe zu. Und das wird schon eben auf den ersten Seiten der Bibel deutlich. Von Anfang an, also ganz klar sozusagen, man könnte sagen, dass auch keiner auf eine andere Idee kommt. Von Anfang an ist klar, Gott sagt Ja. Und das steht über meinem Leben. Egal wie alt ich bin, egal wie andere mich einschätzen und bewerten und auch egal wie es mir geht, ob ich gesund oder krank bin, Gott will mich. Ich habe mein Leben ihm zu verdanken. In seinen Augen bin ich gerade ich gewollt und darum unendlich wertvoll. Und darin ist die Würde des Menschen noch begründet, schon im Mutterleib, zu jeder Zeit und in allen Phasen des Lebens also. Es gibt kein und zu keiner Zeit lebensunwürdiges Leben. Was tut Gott in der Schöpfung? Er redet, er spricht. Und er ordnet. Er scheidet Tag und Nacht. Er schafft Pflanzen und Tiere. Und dann jedes nach seiner Art eine wunderbare Vielfalt. Als Mann und Frau schafft er den Menschen und führt sie einander zu. So gehören sie zusammen. Er schafft Strukturen, Ordnungen, Naturgesetze. Ob wir das nun uns gefällt oder nicht, und ob unser Zeit das gefällt oder nicht. Aber das ist Gottes Ordnung. In unserer Welt steht Gottes Weisheit, Gottes Intelligenz. Und weil Gott die Welt vorgedacht hat, darum können wir dem nachdenken. Seine Gedanken nachspüren. Wir wollen sie ja so gerne vorspüren. Wir wollen ja eher oftmals Gott sagen, was er zu denken hat. So heißt es in einem Lied ja, Jesu geh voran, oder heißt es ich gehe voran auf der Lebensbahn,
Und du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen, oder? So heißt es. Ja, natürlich haben Sie recht. Es heißt natürlich, Jesu, geh voran. Aber wir leben es oft anders. Wir leben es so, wie ich gehe voran auf der Lebensbahn und du wolltest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Nein, wir denken dem nach, wir spüren dem nach, was Gott getan hat. Und weil er sie geordnet hat, können wir seiner Ordnung, den Naturgesetzen nachgehen und sie entdecken. Aber dem ist das andere, das Ordnen und die Schöpfung und das Schaffen Gottes vorausgegangen. Und wir können nur darüber staunen, Herr, im Psalm 104 heißt es, Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel? Du hast sie alle weise geordnet. Und das so viel von dem, was wir gar nicht begreifen und verstehen. In einem anderen Psalm heißt es so, und die Sterne, also das finde ich interessant, das gibt es tatsächlich, ja, die Sphäre, die Sterne, die Planeten, sie senden Sphärenmusik. Und da heißt es im Psalm, und die Sphären loben deine Herrlichkeit, steht in der Bibel, ja. Das finde ich fantastisch, von dem man erst entdeckt hat, ach ja, die machen Geräusche, da passiert was. Die Himmel loben deine Herrlichkeit. Der amerikanische Astronaut James Irwin erzählt einmal, dass es unter den Menschen, die außer ihm schon auf dem Mond waren, keinen gibt, der nicht an Gott, den Schöpfer, glaubt. Das finde ich beeindruckend. Ja. Wenn man das gesehen hat und erlebt hat, bestimmte Dinge, dann kann man nicht anders als sagen, es muss einen Gott geben. Es gab mal eine Sendung, die ist mit Nobelpreisträgern im Gespräch oder so, ist schon ein bisschen her. Ich habe das immer geguckt, das fand ich sehr interessant, gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, aber das fand ich total toll. Und da hat einer gesagt, beim Betrachten, hat ein Mikroskop und so, und dann hat man gesehen, wenn man kann ja ganz tief, ganz viel gucken, was da so ist. Und dann hat er gesagt, wenn man durchs Mikroskop schaut, dann muss man an einen Schöpfer glauben. Weil so viel Ordnung kann sich keiner ausdenken. Das fand ich so beeindruckend, ja. Sagst du, ein Nobelpreisträger, der sagt, wenn ich durch Mikroskop schaue, dann muss ich an Gott glauben. Das kann sich keiner ausdenken. Wenn man das sieht, dann muss man staunen über das, was Gott tut. Und der Natur nachspüren und dabei dem Schöpfer auf die Spur kommen und ihn dann loben. Dazu lädt Gott uns durch seine Schöpfung ein. Und wie wunderbar hat Gott diese Welt gemacht, nicht als etwas Starres, Unveränderliches, sondern er hat sie als eine fortgehende Schöpfung angelegt. Die Pflanzen bringen Samen hervor und aus den Samen entstehen neue Pflanzen. Menschen und Tiere hat er gesegnet und ihnen gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und seine Schöpfung hat nicht aufgehört, sie geht weiter, wenn die Natur wieder erwacht, die Bäume blühen. Und wenn wir es gerade so im Frühling sehen, dann finde ich das so beeindruckend, so faszinierend, wie immer wieder auch das Ganze ja ein Bild auch ist für das, was sonst vielleicht noch auf uns wartet. Und dieser Sonntag hat ja auch das Thema Schöpfung und Neuschöpfung. Über das Neue erleben wir jetzt so das Erwachen, aber es geht ja noch eins darüber hinaus. Und siehe, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Alte ist vergangen und das ist nicht mehr und es wird neu. Wie das ist, wie das wird. Fragen Sie mich nicht, können wir gerne, gibt es viel Spekulation, kann man auch drüber reden, aber was genau und wie das ist, wissen wir nicht. Aber dass es Gottes Schöpfung ist und sein Wort ist und dass er Menschen neu macht und dass er uns verändert und dass er Menschen erneuert, das erleben wir. Und davon sitzen bestimmt viele hier, die das erfahren haben, wie Gott die Auferstehung wirklich in unserem Leben Wirklichkeit werden lässt. Und wir dann etwas neu auch erleben können. Und nicht, das ist aber nicht nur damit gemeint, sondern es gibt einmal auch wirklich eine neue Schöpfung und wirklich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Seine Schöpfung hat also nicht aufgehört. Wenn wir immer wieder das sehen, in jedem neugeborenen Kind, finde ich, hat jemand mal gesagt, kann man die frischen Spuren des Schöpfers sehen. Das gilt überall, wo etwas erwacht und neu wird. Oder Gott auf der frischen Tat ertappen, so glaube ich, heißt der Spruch so noch besser. Gott, der Schöpfer, hat also seine Liebe, seine Weisheit, seine Macht eingesetzt, um diese Welt und uns zu erschaffen und zu erhalten. Und weil er diese Welt und uns gewollt hat, darum wollen wir ihn auch loben. Und ich finde es auch schön und wunderbar, bei allem, was heute auch passiert. Gott hat zu seiner Schöpfung Ja gesagt und sagt, sie ist sehr
gut. Nun haben wir nicht alles nur gut draus gemacht, das gebe ich zu. Und das ist auch so. Ja? Aber Gottes Ja steht zuerst da. Gottes Ja steht vor allem. Wozu sind wir also geschaffen? Gott will uns als Gegenüber. Wenn man zusammenzählt, dann sind es eigentlich 8 Schöpfungswerke, von denen hier berichtet wird. Und mit dem 8. der Erschaffung des Menschen erreicht das Ganze seinen Höhepunkt. Der Mensch steht in der langen Reihe der geschaffenen Dinge und Lebewesen. Er ist, und das ist auch wichtig, ja, wir sind Geschöpf Gottes. Auch wenn wir uns manchmal darüber heben wollen. Und auch wenn andere es anders sagen. Der Mensch ist nicht der Schöpfer. Der Mensch ist nicht der, der Gott ausgedacht hat, sondern Gott hat den Menschen geschaffen. Und doch hat Gott mit dem Menschen etwas ganz Besonderes geschaffen. Und das ist etwas anderes. Bei den 7 vorigen Werken steht immer der Befehl Gottes im Anfang. Da heißt es so, wenn man das nachliest, können Sie ja zu Hause mal machen, da heißt es immer, es werde. Beim Menschen nicht. Bei der Schaffung des Menschen heißt es stattdessen, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, den Menschen, und schuf sie, den Menschen, als Mann und Frau. Und hier gibt es keine Wertung, sondern beide sind der Mensch. Wenn Gott zu uns, zu seinem Bilde geschaffen hat, dann muss das nicht heißen, dass wir so aussehen wie Gott. Wenn wir Menschen Gottes Bild, Gottes Ebenbild sind, dann geht es nicht um das Aussehen, sondern um den Sinn unseres Lebens. Gott hat uns geschaffen als Gegenüber zu sich. Und das ist unsere eigentliche Berufung, die Bestimmung unseres Lebens, der Sinn unseres Lebens, dass wir mit Gott in Beziehung treten können. Mit Gott kann nicht jeder in Beziehung treten, aber der Mensch. Dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können, ja, dass wir mit ihm leben sollen. Gott will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist eigentlich die Bestimmung. Das ist eigentlich das, was Gott sich wünscht und will. Die übrige Schöpfung erschuf Gott, indem er sein Wort über sie ergehen ließ. Es werde. Uns Menschen hat Gott geschaffen, damit er sein Wort an uns ergehen lassen kann, uns rufen kann. Und das fängt schon an, als der Mensch sich von Gott gleich begann loszulösen und zu sagen, dann ist Gott doch schon dem Menschen nachgegangen, indem er zu Adam, dem Menschen, rief, wo bist du? Selbst da geht schon das Suchen und das Nachgehen nach, wo bist du? Der Mensch ist derjenige, dasjenige Geschöpf Gottes, zu dem Gott du sagt. Das sagt er nicht zu den anderen. Das sagt er, er anspricht und von dem er eine Antwort auch erwartet, wenn er fragt, wo bist du? Dann wartet er auch auf eine Antwort. Und wenn er sagt, wo bist du, dann will er mich einladen in die Gemeinschaft mit ihm und erwartet, dass wir uns aufmachen in diese Gemeinschaft mit ihm. Nicht nur einmal, sondern immer. Das heißt, Ebenbild Gottes sein. Dass Gott sich im Menschen, in dir und mir, sich ein Gegenüber geschaffen hat, mit dem er in Liebe verbunden sein kann und will. Und das heißt Mensch sein. Im Gegenüber zu Gott ist der Mensch Mensch. Im Gegenüber zu Gott. Wo das abgelehnt wird, verlassen wir die eigentliche Würde des Menschen. Wo man Gott ablehnt, verlässt man die eigentliche Würde. Nicht irgendeine Qualität oder Eigenschaft an uns, nicht unsere Denkfähigkeit, nicht unsere Fähigkeit, schöpferisch tätig zu werden, macht den besonderen Wert des Menschen in der Schöpfung aus, lässt uns die Krone der Schöpfung werden, sondern allein diese Tatsache, dass Gott uns als Gegenüber haben will, dass er sich mit uns verbinden und mit uns leben will, dass er du zu dir sagt, das macht uns zum Eigentlichen. Zu uns und wir antworten können. Und darauf zielt die ganze Schöpfung, darauf zielt unser Leben, dass wir mit Gott leben. Und deshalb hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um uns aus unserer Gottesferne, aus diesem, wir machen uns auf
und werden autonom, lösen uns los, werden gottlos, um uns wieder zurückzuholen, zurück zu unserer Bestimmung, um uns unsere Schuld zu vergeben, die uns von Gott trennt, um unsere Gottlosigkeit zu wenden und uns zu dem zu machen, was wir eigentlich sein sollen, nämlich Kind Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Kind Gottes, zu Menschen, die mit Gott leben, die auf Gott hören, die mit ihm reden, die bei ihm daheim sind und die ihm vertrauen. Dazu hat Gott uns geschaffen. Daraufhin zielt die ganze Schöpfung. Und das ist letztlich auch der Beginn der Neuschöpfung, eines neuen Lebens mit Gott. Und wenn wir heute vom Lob über die Schöpfung reden, da möchte ich auch sagen, das Lob Gottes kommt dort erst zur vollen Entfaltung, wo wir uns mit unserem ganzen Leben diesem großen Gott anvertrauen. Und seinem Sohn, der für uns auf die Welt kam, für uns am Kreuz starb und am Ostermorgen für uns auferstanden ist, damit wir heimkommen, heim zu unserer Bestimmung, Ebenbild Gottes, ja, Kind Gottes zu werden, neue Geschöpfe. Dazu lädt uns dieser Sonntag ein. Und wenn wir die ganze Natur betrachten, dann freuen wir uns darüber, dann singen wir, großer Gott, wir loben dich und preisen deine Stärke. Aber das ist ja auch schon die Antwort, eine Antwort zu erkennen und anzuerkennen. Gott ist derjenige, der schafft und mich auch neu machen will. Das ist auch die Botschaft der Schöpfungsgeschichte. Gott hat uns gewollt. Gott hat dich gewollt. Gott hat mich gewollt. Ja zu mir gesagt. Und Gott will uns, will dich, will mich, uns als Gegenüber. Wir müssen keine Angst zu haben, uns nicht fürchten, denn er ist der Herr, er ist unsere Stärke, unsere Kraftquelle. Denn Gott will uns für seine Ewigkeit. Staunen wir über seine Schöpfung, leben wir mit ihm, vertrauen wir ihm, loben wir ihn. Und dann fängt dieses große Fest der Neuschöpfung schon heute an. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir wirklich, wenn wir das betrachten und sehen und all die Wunder schauen, dass wir darin den Schöpfer unseres, meines, ihres, eures Lebens entdecken, der uns neu machen will. Amen. Wir danken dir dafür, du heiliger, lebendiger Gott, der alles schafft, der spricht und es wird, der nicht aufgehört hat und immer noch heute lebendig unter uns ist,
der uns begegnet, der sein Ja über unser Leben gesprochen hat. Danke dafür, dass du uns geschaffen hast, so wie wir sind. Und dass wir aber auch nicht nur so sein müssen, wie wir sind, sondern immer wieder auch uns dir hinzuwenden dürfen und Veränderung in unserem Leben erfahren können, Erneuerung, Vergebung, Hilfe, Heil und Zusage. Und das, obwohl wir manchmal uns vielleicht nicht so gut geht, darum bitten wir dich, dass du bei allen Kranken bist. Stärke sie, tröste sie, hilf ihnen. Bei allen, die trauern und die Menschen verloren haben, Herr, richte sie auf und sei du ihr Trost. Wir bitten dich für all die Menschen in Not in dieser Welt. Es gibt so viele Orte, die vergessen wir, weil andere Nachrichten uns überschwemmen. Menschen in Somalia, die hungern und deren Leben verloren geht. Kinder, die sterben, weil sich Parteien bekriegen. Menschen, die nach Macht gieren. Wehre du dem Sterben in dieser Welt. Wehre den Kriegen dieser Welt. Herr, leite die Machthaber, dass sie dich erkennen. Und wir bitten dich, Herr, alles legen wir in deine Hand, denn du bist letztlich der Herr. Und Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, über all dem steht ja auch dein Wirken und Handeln, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Wir legen uns darum in deine Hand und bitten dich, gib uns offene Augen für die Wunder, die du tust, auch heute unter uns. Wir bitten dich, begleite uns in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Woche und lass uns Menschen sein, die sich nach dir ausstrecken und dein Ja in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen. Herr, manches bewegt uns. Auf vieles wissen wir keine Antwort. Aber mit all den Anliegen dürfen wir zu dir kommen und bitten dich, wie du deinen Jüngern damals gesagt hast und auch uns heute. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so dürfen wir im Frieden Gottes in diese neue Woche, auch in unsere Zukunft gehen, unter der Zusage seines Segens. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.